ist der einzige BMW-Sieger seit dem Comeback der Münchner. Jetzt hat er die Mercedes im Rücken. Gary Paffett, den Meisterschaftsführenden. Und Jamie Green. Und Jamie Green kommt nicht so gut weg wie Paffett und wie Spengler. Beide mit sehr gutem Start. Heckströme stehen geblieben, aber alles gut gegangen. Und jetzt die erste Kurve. Da zeigen sich beide Mercedes, aber sie bleiben hinter Spengler, der das ganz geschickt macht. Green, und Green jetzt in besserer Position. Da hartes Duell. Hat's richtig gekracht, das ist Vitoris. Green zieht zurück, ja. Paffett bleibt Zweiter. Werner, Fahrfuß, Rockenfeller, Weekends. Wickens, Kommando schlecht zu verstehen. Irgendwas hat er an der Front gehabt. Also großer Startgewinner erstmal, Augusto Fahrfuß. Der ist nach vorne geeilt von 9 auf die 5. Vorne haben... Auch Wickens von 13 auf die 7. Haben die Meisterschaftsfavoriten ihre Position gehalten. Spengler, Paffett, Green. Und dahinter Dirk Werner, der sich da auch behauptet hat. Albuquerque zeigt sich da mal in. Ekström auf Position 20 zurückgefallen. Frage, was bei Ekström war. Kann gut sein, dass er das gleiche Problem hatte wie Timo Scheider in Zandvoort, dass das Bremsventil einfach nicht aufmacht und dann wirkt er das Auto ab. Schauen Sie, wie viel Platz da ist hinter Gary Paffett. Was ist da bei Jamie Green los? Der musste abreißen lassen. Die beiden schwarzen Fahrzeuge vorneweg. Zuerst Spengler, dann Paffett. Green und Werner und dann Fahrfuß und Rockenfeller. Wickens, Tomczyk, Mortara, der jetzt angegriffen wird vom Teamkollegen von Albuquerque. Joey Hand hat da einen Platz gewonnen im BMW in Weiß und Blau. Der kommt jetzt Vitoris sehr greift. Gut nach vorne. Coulthard steht draußen. Vitoris greift Molina an. Ja, das scheint das Ende zu sein für David Coulthard. Vorletzter Startplatz. Ja. Da hat es ein bisschen Kontakt gegeben. An der Front, ja. Aber da müssen wir uns den Start jetzt speziell unten Kurve 1 nochmal genau anschauen. Und das ist Mortara gegen Albuquerque, was wir da sehen. Team Rosberg, internes Duell. Wir schauen kurz auf diese Kurve 1, die nicht nur Ekström geschadet hat, sondern auch Ralf Schumacher. Da ist Wickens, der schiebt Ekström an oder Molina. Molina an. Und dann wird... Schumacher umgedreht. Ist das Wickens gewesen, der da dran war? Boah, ja. Das ist Wickens, der zu spät auf der Bremse ist. Und dann, nein, das ist nicht Wickens. Das ist das Auto rechts von Wickens gewesen, das Schumacher trifft und ihn umdreht. Und jetzt? Ja, mit zwei Runden. Geht Tom Baines rennen. Das ist ein bisschen spät. Gut, dass sie es noch hinbekommen haben. Jeder Kilometer zählt für den Neuling natürlich. Aber das ist jetzt ganz schwer. Und Molina, der hat hinten ein Reifenproblem, ist der einzige BMW-Sieger seit dem Comeback der Münchner. Jetzt hat er die Mercedes im Rücken. Gary Paffett, den Meisterschaftsführenden. Und Jamie Green. Und Jamie Green kommt nicht so gut weg wie Paffett und wie Spengler. Beide mit sehr gutem Start. Ströme stehen geblieben, aber alles gut gegangen. Und jetzt die erste Kurve. Da zeigen sich beide Mercedes, aber sie bleiben hinter Spengler, der das ganz geschickt macht. Green jetzt in besserer Position. Da hat es richtig gekracht. Das ist Green und Werner und dann Fahrfuß und Rockenfeller. Wickens, Tomczyk, Mortara, der jetzt angegriffen wird vom Teamkollegen von Albuquerque. Joey Hand hat da einen Platz gewonnen im BMW in Weiß und Blau. Der kommt jetzt Vitoris sehr gut nach vorne. Coulthard steht draußen. Vitoris greift Molina an. Ja, das scheint das Ende zu sein für David Coulthard. Vorletzter Startplatz. Ja. Da hat es ein bisschen Kontakt gegeben. An der Front, ja.
Und da müssen wir uns den Start jetzt speziell unten Kurve 1 nochmal genau anschauen. Und das ist Mortari gegen Albuquerque, was wir da sehen. Team Rosberg, internes Duell. Wir schauen kurz auf diese Kurve 1, die nicht nur Ekström geschadet hat, sondern auch Ralf Schumacher. Da ist Wickens, der schiebt Ekström an, oder Molina. Molina. An. Und dann wird... Schumacher umgedreht. Ist das Wickens gewesen, der da dran war? Boah, ja. Das ist Wickens, der zu spät auf der Bremse ist. Und dann? Vitoris. Green zieht zurück. Paffett bleibt Zweiter. Werner, Fahrfuß, Rockenfeller, Wickens. Wickens, Kommando schlecht zu verstehen. Irgendwas hat er an der Front gehabt. Also, großer Startgewinner erstmal, Augusto Fahrfuß. Der ist nach vorne geeilt von 9 auf die 5. Vorne haben... Auch Wickens von 13 auf die 7. Haben die Meisterschaftsfavoriten ihre Position gehalten. Spengler, Paffett Green. Und dahinter Dirk Werner, der sich da auch behauptet hat. Albuquerque zeigt sich da mal innen. Ekström auf Position 20 zurückgefallen. Frage, was bei Ekström war. Kann gut sein, dass er das gleiche Problem hatte wie Timo Scheider in Zandvoort, dass das Bremsventil einfach nicht aufmacht und dann wirkt er das Auto ab. Schauen Sie, wie viel Platz da ist hinter Gary Paffett. Was ist da bei Jamie Green los? Der musste abreißen lassen. Die beiden schwarzen Fahrzeuge vorneweg. Zuerst Spengler, dann Paffett.